Schöne Grüße vom Wuppertaler Hauptbahnhof. Für mich geht es jetzt nach Wolfsburg zum Auswärtsspiel von Borussia Dortmund. Da bin ich eingeladen worden. Und alles Weitere seht ihr jetzt im Video. Doch direkt. Ist das das Stadion da vorne? Kann das sein? Volkswagen, das Auto. Spaß beiseite. Also angekommen in Wolfsburg sind wir schon mal. Und dann suchen wir mal den Mike, denn der hat eingeladen. Und wenn der Mike einlädt, dann folgen wir natürlich dieser Einladung. Bei ihm penne ich auch. Das heißt, ich bleibe auch eine Nacht in Wolfsburg. Und ich glaube, hier gibt es ja jetzt auch nicht so wirklich viel. Ne? Außer das VW-Werk, was ja ihr gerade schon gesehen habt, und das Stadion. Aber ich glaube, wir machen das Beste draus heute und dann schauen wir mal. Freunde, das kann also auch Wolfsburg sein. Hä? Schickes, schönes Neubaugebiet. Und der Mike, in den richtigen Farben, ist am Start. Erstmal danke für die Einladung. Bitteschön. Was tippst du denn heute? Ich würde sagen, knackiges 2-0 für Dortmund, oder? Ja, also du bist auch bei dem ohne Gegentor-Ding? Ja. Sah ja in der letzten Zeit ziemlich positiv aus. Schauen wir mal, was wird, oder? Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, ja. Und ich würde sagen, von diesem beschaulichen, schönen Örtchen switchen wir jetzt Richtung Stadion. Guck mal, hier haben wir die Jungs für Jaden und für Ian Madsen. Im Übrigen sehr perfektes Englisch, ne? Ja, habt ihr gut gemacht. Selber gebastelt? Sehr stark. Und eure Tipps heute, was sagst du? 4-0. Stabil, was sagst du? 3-0. Ich bin Wolfsburg-Fan. Aber ich bin gegen Kovac, also... Sagst du, Kovac muss weg, ja? Wo dran liegt's? Was sagst du? Ist zu ungefährlich? Er ist ja nett, aber ich glaube, er passt nicht mehr zu Wolfsburg. Und du rechnest mit was heute? 3-1 für Dortmund. Aber das ist richtig geil gemacht. Also Jaden, wenn du es siehst, gib dem jungen Mann auf jeden Fall das Trikot und dem jungen Mann auf jeden Fall das Ian Madsen Trikot. Stark! Drin sind wir. Und schick aussehen tut es auch. Das muss man den Wölfen auf jeden Fall mal lassen. Ne? Guckt mal, Leute, sogar hier mit der offiziellen Tabelle. Das ist schon nice gemacht. Und da sind wir auf Platz 4. Die Stuttgarter müssen wir noch holen, die Bayern müssen wir noch holen und Bayer Leverkusen müssen wir eigentlich auch noch holen. Schon cool gemacht hier innen drin. Ja, und ich zeige euch alles Weitere gleich von drin. So, Freunde, erstmal back to the roots, ne? Zurück zu den Wurzeln. Wir haben Stehtische. Weil wir keinen reservierten Tisch haben, stehen wir halt. Aber da sind wir ja von der Südtribüne eigentlich gewohnt. Ich zeige euch gleich mal den Businessbereich hier noch mal ein bisschen ausführlicher. Man muss schon sagen, das ist richtig schön gemacht. Mit sehr viel Liebe zum Detail, da hat sich der VfL Wolfsburg richtig Mühe gegeben. Kann man genauso machen. Wie gesagt, ihr seht das jetzt einfach nur selbst. Im Übrigen spielen hier gerade die VfL Wolfsburg Frauen und führen dezent 6-1 in der 77. Minute. Glaube, verlieren werden sie das wohl nicht mehr, oder was sagt ihr? Also ich bin jetzt einfach wirklich, wie ihr seht, nur mal auf Toilette. Und guckt mal bitte, auf den Wasserhähnen ist das Wolfsburg-Logo integriert. Und das meine ich auch mit Liebe zum Detail. Ist schon nice. Also hier seht ihr schon mal, wo wir gleich raus müssen. So sieht das Ganze gleich schon mal aus. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Aber erstmal gehen wir jetzt was essen und das zeige ich euch jetzt. Hier sind wir richtig. Das ist die Main Street, Freunde. Das ist die Fleischstation. Da muss ich auf jeden Fall hin.
Ja, ein Süßkartoffelpüree und ein bisschen Gemüse und ein bisschen Kalbsrücken. Also wirklich sehr nett. So, Süßkartoffelpüree mit Gemüse und Kalbsrücken und frittierter Petersilie, Freunde. Das ist die Gönnung. Das wollen wir mal, ne? So, nachdem wir jetzt die gesunde Fraktion hatten, kommen wir jetzt zu der XXL-Waffel mit Vanillecreme und Schokosoße und Schokostreuseln und so. Also das Essen hier ist schon wirklich sehr, sehr gut. So, halbe Stunde haben wir noch bis zum Anstoß. Jetzt gehen wir mal raus und gucken mal, wo die Plätze so sind, Freunde. Das Warm-up nach dem Video-Event sehen wir jetzt nochmal das Personal in der Übersicht. Wir freuen uns sehr, dass unsere Nummer 1, Lukas Enitz, zurück ist. Also Freunde, die Plätze kann man mal so machen, ne? Direkt am Spielfeld. Das heißt also, wenn Borussia Dortmund nicht gut spielt und wir haben was zu meckern, dann hören sie es. Wenn sie gut spielen und wir haben nichts zu meckern und wir jubeln, dann hören sie es auch. Ich habe richtig Bock. Jetzt gerade Sven Bender direkt neben uns, mehr oder weniger, weil wir gerade direkt an der Bank sind. Schönes Stadion, für mich das erste Mal in Wolfsburg. Aber hier dieser Business-Bereich, dieser VIP-Bereich, ist schon wirklich geil. Die Sitze sind super. Man hat einen Bierhalter direkt am Platz. Was will man denn mehr? Also ist schon nice hier, Freunde. Alles angerichtet, schönes Wetter, schönes Stadion, voller Gästeblock, Support ist da. Hab mir gerade nochmal bestätigen lassen, die Jungs sind auf jeden Fall auch fokussiert. Die Jungs sind da, es hat vom Ablauf her alles gepasst. Also eigentlich müsste es gleich ein gutes Spiel vom BVB sein. Hoffentlich auch ab Sekunde 1, ich habe ja gesagt 3-0 für den BVB. Ohne Gegentor den Vereinsrekord einstellen von 1994. Ich hab Bock, Leute! Schon gerade die ersten richtig dicken Dinger für Wolfsburg gehabt. Würde mir einfach mal wünschen, dass wir jetzt direkt mal wach sind, ab der scheiß ersten Sekunde. Ja, und da ist es doch, Mann! Boom! Erster gescheit gespielter Angriff! Yes, Junge! Yes! Ja, jetzt haben wir uns gefreut, aber noch wird es irgendwie überprüft. Steht es jetzt 1-0 für den BVB, ja oder nein? Auf der Anzeigetafel steht immer noch 0-0. Und Schiri hört noch zu. Ach Junge, ey. Das macht den Fußball doch auch einfach kaputt, Mann! Ach, das nervt so krass. Das macht einfach die kompletten Emotionen kaputt, ehrlich. Aber Niklas Füllkrug, es zählt 1-0 BVB. Und trotzdem bleibe ich dabei, das macht einfach die Emotionen kaputt, Leute, ehrlich. Und da ist die Unterbrechung, Freunde. Die Tennisbälle, sie sind geflogen in Minute 12. Jawollo, Spielunterbrechung. So, Freunde, noch ist es der ruhende Ball. Mal gucken, was daraus jetzt gleich resultiert. Ja, Kopfballchance, große Chance für den VfL Wolfsburg. Also so ein 1-0 ist halt auch noch immer ein sehr dünnes Ergebnis. Wir sind jetzt in der 28. Minute.
Können wir gerne nochmal nachlegen jetzt, BVB, ne? Ja, nochmal ein paar taktische Anweisungen bei den Wölfen. Spiel ist unterbrochen. Marco Reus wurde behandelt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und in Halbzeit 2 haben wir im Übrigen dasselbe Bild wie in Halbzeit 1. Das Spiel ist unterbrochen. Also sagen wir ehrlich, sehr, sehr wichtig, dass wir dieses frühe 1-0 durch Füllkrug gemacht haben. Eigentlich ein absolutes Kacktor, aber eine gute Verlagerung. Und dann ist Wolfsburg wirklich komplett passiv. Castells sieht jetzt auch nicht so unbedingt glücklich aus, würde ich mal sagen, oder Mike? Also ja. bei dem Ding sieht Castells jetzt nicht so gut aus. Aber das kann uns nur recht sein. Nehmen wir mit, wir sind ja relativ nah an der Bank. Und jetzt? Wir sind sehr demütig und nehmen das 1-0 auf jeden Fall mit. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall die Unterbrechung genutzt, dass es noch ein paar Instruktionen gibt vom Trainerteam Kovac in Richtung VfL Wolfsburg. Und auch beim BVB gibt es noch ein paar Takte mit auf dem Weg. Julian Brandt steht ja jetzt gerade, sehe ich gerade noch mal bei einer Besprechung und trinkt noch mal einen Schluck. Und mal gucken, wenn die Tennisbälle gleich weg sind, geht es hier auch weiter. Was ich sagen muss, sehr löblich. Grüße raus an den VfL Wolfsburg. Sitzheizung, Alter. Best gelebt. Also ich habe hier wirklich auf meinem Sitz eine Sitzheizung. Damit kann man arbeiten. Das Schönste an Halbzeit 2 bisher ist das Maskottchen von Wolfsburg. Und eins muss man auf jeden Fall sagen, ne? Niko Kovac kämpft um seinen Job. Er ist aktiv, der Coach, der kommuniziert viel, der macht schon wirklich eine Menge. Ja. Und Wolfsburg hat eine Ecke, Freunde. Scheißdreck, den ich je in meinem Leben gehört habe. Wolfsburg 1, Dortmund 0. Was ein Quatsch, ey. Aber jetzt ist Wolfsburg halt am Drücker und wir schwimmen da hinten, Alter. Das kannst du keinem erzählen, ehrlich nicht. Also wir haben jetzt in der Nachspielzeit nochmal eine relativ gefährliche Freistoßsituation vom BVB. Was auch immer das jetzt noch geben mag. Wenn du das irgendwie gewinnst, dann ist es halt ein Ergebnis, aber verdient inhaltlich, kann man nicht sagen, wirklich nicht. Also knappes Ding von Julian Brandt. Torjubel war eigentlich schon da, aber er setzt das Ding noch aufs Netz. Es wäre aber auch nicht verdient gewesen. Wenn das Ding jetzt gleich vorbei ist, dann kommt das Fazit zu diesem Grottenkick, ehrlich. So, Freunde, Game is over, Stadion ist leer. Atmosphärisch hat sich so viel nicht getan, haha. Nein, Spaß beiseite. Ja, was soll man zu dem Spiel großartig sagen? Borussia Dortmund hat fußballerisch meiner Meinung nach wieder nicht überzeugt. Am Ende steht ein 1-1. Jetzt könnte man es natürlich wieder positiv formulieren und könnte sagen, weiter ungeschlagen. Beste Mannschaft im Kalenderjahr 2024 und so. Aber das ist mir einfach auch zu einfach. Die Positionierung vom BVB auf dem Platz, die war teilweise besser. Aber sehr statisch, ohne Dynamik, ohne Bewegung, ohne Ideen, ohne Zug zum Tor. Es wirkte wieder so, als hätte man nicht so richtig Bock auf das Spiel, als hätte man nicht so richtig Bock, wieder alles reinzuwerfen. Und es fehlte einfach was, dass so ein bisschen, ja auch das wieder übergeschwappt ist auf die Fans, dass da so dieser Funke übergekommen ist. Und keine Ahnung, nach einem eigentlich ja guten Spiel gegen Freiburg wieder, bringst du dich dann um den Ertrag und nimmst diesen Schwung einfach eben wieder nicht mit als BVB. Und das ist diese mangelnde Konstanz,
Und keine Ahnung, ob man in den Interviews sich das Ding wieder schön redet, ob man da wieder irgendwelche Worte findet, warum das Ding jetzt gut gewesen ist oder was daran gut gewesen ist. Aber für mich war es nicht gut. Und für mich war tatsächlich auch der VfL Wolfsburg näher dran am zweiten Tor als wir. Und deswegen ist es auch für mich ein eher glückliches Unentschieden oder auch nicht ganz unverdientes Unentschieden. Ein Sieg wäre es auf jeden Fall nicht gewesen in meinen Augen. Und ja, das lässt einen dann wieder so ein Stück weit ernüchtert zurück. Und ich stelle mir die Frage, kann der BVB mehr? Können wir nicht mehr? Ist das genau die Leistung wieder, die wir auch gesehen haben? Ich habe wieder viele Fragezeichen im Kopf. Und ja, die werden nicht so richtig zu Ausrufezeichen. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare, was ihr zu dem Spiel schreibt, was eure Meinung zu dem Spiel ist. Ja, der BVB ist weiter ungeschlagen und jetzt am Dienstag steht halt die Champions League an gegen PSV. Und da musst du auf jeden Fall ein ganz anderes Gesicht zeigen, weil ansonsten holst du da einfach gar nichts im Champions League Achtelfinal hinspielen. Wie dem auch sei, wenn euch der Vlog ja, auch ohne Spiel 10 gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Und ich bin für den Moment einfach raus, mache mir jetzt noch einen netten Abend und trinke mir das irgendwie schön. Ich bin raus, euer Tox, macht's gut. Nur der BVB, aber nur der BVB, haut rein, ciao.